Warum sollten Sie als Oberbürgermeisterin gewählt werden? Weil das Wichtigste für mich ist, dass ich mich für Kinder einsetze, Kinder für Bildung und Betreuung. Und da gibt es noch einiges in Stuttgart zu tun. Und dafür möchte ich mich einsetzen. Und das ist ein Grund, dass ich gewählt werden könnte. Die dritte Frage. Was für Ziele verfolgt Ihre Politik? Meine Politik verfolgt, dass wir mehr Kinderbetreuungsplätze in Stuttgart bekommen, dass wir längere Zeiten bekommen, die sind ja gerade erst gekürzt worden, aber auch Plätze für Kinder unter 3 Jahren und dass es in den Schulen eine Mensa gibt und auch dort eine Ganztagesbetreuung. Schulsozialarbeit ist ganz wichtig, aber natürlich, dass auch solche Feste, und das geht nur mit den freien Trägern zusammen, den Trägern der Wohlfahrtspflege, und dafür möchte ich mich einsetzen. Wo sehen Sie Stuttgart in 25 Jahren? Na, du hast lange Zeiten, die du da fragst. 25 Jahre, für dich ist das vielleicht ein Klacks, für mich ist das ganz schön lang. Also Stuttgart in 25 Jahren soll auf jeden Fall kinderfreundlicher werden. Das heißt aber nicht nur, dass wir Einrichtungen für Kinder haben, sondern dass einfach hier Kinder auch ganz wichtig in der Stadt sind, dass sich keine Nachbarn mehr beschweren, wenn man am Spielplatz zu laut spielt, oder dass man einfach genügend Bolzplätze in der Stadt hat. Und in 25 Jahren, da bin ich sicher, da hast du dann schon Kinder, oder? Ja. Danke. Bitte schön. Ich danke, Max, für das tolle Interview. Dankeschön. Und noch einige Fragen an Sie. Ja. Sie haben ja gerade nur von Kindern geredet. Was ist mit der Jugend? Ich meine, da herrscht ja zurzeit eine Politikverdrossenheit und auch das Interesse an der Politik ist ja jetzt nicht so stark geprägt. Was haben Sie da vor, später zu ändern oder irgendwelche Pläne? Ja, nee, ich habe also bei den Bolzplätzen, die sind natürlich auch für die Jugend, ganz klar. Aber wichtig ist, denke ich, die Partizipation, das heißt wirklich auch die Beteiligung, dass Jugendliche die Möglichkeit haben, sich auch zu engagieren. Da sind natürlich die Vereine ganz wichtig, aber auch zum Beispiel, wenn es um die Umgestaltung von Plätzen geht, dass man dann wirklich auch das gemeinsam mit Jugendlichen zusammentut. Und hier möchte ich mich auch dafür einsetzen, zum Beispiel, dass man die Schulhöfe umgestaltet. Ich finde die Schulhöfe, ich weiß nicht, Max, ob du mir da zustimmen kannst, in Stuttgart ziemlich langweilig. Und ich finde, da könnte man auch einfach ein bisschen was ändern. Das heißt, dass die attraktiv gestaltet werden, dass sie dann aber wirklich auch am Nachmittag offen sind für Jugendliche und für Kinder als Spiel- und Freizeitflächen. Natürlich sind die Jugendhäuser in Stuttgart ganz wichtig und einfach, dass die Jugendlichen auch Räume haben. Also mir ist wichtig, dass die Jugendlichen selbst sich an ihrer Politik beteiligen. Und ich kann im Jugendgemeinderat jetzt schon sagen, dass wir ich strebe eine gute Zusammenarbeit mit ihm an. Und natürlich ist der Stadtjugendring hier auch ein ganz, ganz wichtiger Partner, eine ganz wichtige... Das ist meine nächste Frage, und zwar inwiefern Sie die Arbeit vom Stadtjugendring fördern oder ob es Ihnen gefällt, was Sie da mögen, was Sie da nicht so sehr mögen, ob Sie... Nein, der Stadtjugendring... Wünsche, ja, also was ich mir wünschen würde, wäre ein enger Dialog mit dem Stadtjugendring, weil ich denke, Sie sind diejenigen, die einfach in ganz vielen Vernetzungen sind. Sie kennen ganz viele Gruppierungen in Stuttgart, in verschiedenen Stadtteilen, verschiedenen Stadtbezirken. Und da wünsche ich mir von Ihnen, dass wir in einem guten Dialog bleiben, wenn ich dann Oberbürgermeisterin bin. Und ich finde natürlich solche Feste wie heute, finde ich klasse. Also hier sieht man einfach die bunte Vielfalt von Stuttgart und die bunte Vielfalt auch der Jugendorganisationen. Und da trägt natürlich der Stadtjugendring ganz wichtig dazu bei. Genau. Und warum sollten Sie als Oberbürgermeisterin gewählt werden? Also warum Sie? Warum ich? Also weil ich engagiert bin, weil ich mit Leidenschaft Politik mache, weil ich es ernst meine, weil ich ein Herz für die Jugend habe und für die Kinder, weil das mir sehr wichtig ist. Ich bin als Pädagogin, denke ich, auch da nah dran. Habe auch selber Kinder gehabt, die sind jetzt allerdings schon erwachsen. Also die sind schon 22 und 24 Jahre alt. Und ich bin Bürgermeisterin, ich bin schon Bürgermeisterin. Die anderen, die wollen es werden, und bin als Bürgermeisterin auch zuständig für die Jugendarbeit in Schwäbisch Hall und auch für die Bildung, für den Bereich Bildung, unter anderem Kultur und Sport und so weiter auch noch. Aber das ist mir wichtig. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß heute. Ja, danke schön. Max, danke schön. Klasse Interview. Also, tschüss.